Guten Tag, liebe Torhüterfreunde. Hi Fabian. Okay. Servus, alle wieder mit dabei. Eine weitere Runde Torwarttraining steht an. Wir haben heute uns mal eine Kleinigkeit überlegt, was man eigentlich sonst noch alles an Haushaltsgeräten hernehmen kann. Und da haben wir uns überlegt, jeder hat einen Stuhl auch zu Hause. Ja, ein Stuhl hat optimalerweise 4 Stuhlbeine. Und diese 4 Stuhlbeine können wir jetzt gleich gebrauchen. Wir brauchen einen Ball, am besten einen Trainingspartner. Und vielleicht noch 2 Hütchen oder eben Toilettenpapierrollen, das ist völlig egal. Und zwar, ich erkläre euch mal ganz kurz, um was es heute geht. Den Ball hat euer Trainingspartner, frisch desinfiziert im Übrigen, der Partner sowie der Ball. So, also und zwar, es geht um Folgendes, der Stuhlbein hat relativ hohe, beziehungsweise der Stuhl hat relativ hohe Stuhlbeine und wir wandern jetzt einfach mal durch. Das heißt, wir starten immer mit dem rechten Fuß und nehmen gegengleich den linken Arm mit. Am Ende kommen wir immer links wieder raus. Das heißt, hier drüben drehen wir um und werden erstmal mobil hier oben im Hüftbeuger in der Hüfte. Dann komme ich um das Hütchen rum und bekomme von dir einfach einen Wurf nach vorne. Wir machen gleich 2 raus, dann sind gleich 2 Bälle zu fangen. Also wir gehen einmal hier drüber, okay, gegen gleiche Arme. Hopp, hopp, Wechsel. Hopp, 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 hopp. Nicht hängen bleiben. Einmal rum, stehen, Kugel fangen. Rauswerfen, nochmal, hopp, Kugel fangen, rauswerfen. Okay, das Ganze wieder von vorne und wir beginnen. Hopp, 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 dann Wechsel, hopp, hopp, hopp und weg geht's. Fangen, gut und komm, hopp, fangen. Selten. Einmal noch, achtet hier wirklich auf den Armeinsatz. Einmal, hopp, dann Wechsel, hopp, hopp, hopp. Hopp, einmal rumkommen, fangen, tibbeln, fangen und selber ausprobieren, oder? Gut, los geht's. Schön auf den Armeinsatz achten. Genau, mit dem rechten geht's los, links rein. Hopp, hopp, genau. So ein bisschen reinkommen, tap, 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 tap. Einmal rum, hopp, genau. Nummer 1 und Nummer 2, jawohl, gut. Und weg geht's. Mal versuchen, die Füße ein bisschen schnellkräftiger nach oben zu bringen, ja. Und genau, nicht nachtänzeln, sondern wirklich stachsig drüber steigen, ja, wie durch ein hohes Gras. Genau, hopp, tap und einmal rum, hopp, genau. Gut, einmal, zweimal, genau. Und noch ein drittes Mal. Man merkt schon, dass man ein kleines bisschen beweglicher dadurch wird. Es schaut jetzt nicht spektakulär aus. Gar nicht tänzeln, sondern wirklich nur drüber steigen. Ja, genau, und los geht's. Tap, tap, sehr gut, jawohl. Und Nummer 2, genau. Nicht den unten fangen, ja, sondern schön wieder von oben. Okay? Wir gehen auf die andere Seite, Fabian. Mhm. Ganz einfach. Nächste Runde. Linker Fuß geht nach oben, rechte Hand zieht mit und richtig schön schnell geht's rüber. Genau. Ohne Hüpfer und wieder das Ganze zurück. Einmal hopp und zweimal hopp. Einmal zapp, zapp. Sehr gut. Und der zweite Ball. Jawohl. Gut so. Dass beide Seiten auch mit dabei sind. Beide Bewegungen. Zum Ball hin. Jawohl. Einmal, hoppla, vorsichtig. Einmal, hopp. Genau, und los geht's. Gut, weiter oben die Hände. Genau, jawohl. Und der letzte. Dann geht's in die nächste Runde. Und auf geht's. Hopp, tap, tap. Jawohl. Hopp, 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 hopp. Und einmal rum. Genau, gut. Jawohl. Zweite Aufgabe: Wir nehmen den Stuhl. Was wir nicht wollen, sind Sprungübungen hier drin. Also gerade wenn wir, es ist eigentlich egal ob Kinder oder Erwachsene, es ist für beide sehr, sehr schwierig, weil der Raum sehr, sehr klein ist und wir wollen natürlich uns nicht verletzen bzw. Stühle zu Hause zerstören, nicht, dass wir dann hier die gemeinen Nachrichten kriegen, hey, unsere Stühle sind alle kaputt. Bleibt deswegen weg von Sprüngen über diese Stuhlbeine. Wir werden jetzt aber Sprünge kombinieren außerhalb der Stuhlbeine. Ja, auch die Fangübung ist eine andere. Wir werden jetzt dann einmal rumkommen, beziehungsweise hier rum zuerst, weil ich hier starte. Hier rumkommen, rechte Hand, linke Hand, rechte Hand, linke Hand. Okay, also einhändiges Fangen, zügig. Wir wollen jetzt nicht fangen und zurück, sondern hopp, zurück, hopp, zurück, hopp, zurück, hopp, zurück. Okay, gut. Also wir gehen hier einmal durch, wieder mit den Armen, hopp, hopp und der rechte Fuß. Wenn er aufkommt, springt schon leicht nach oben und ich prelle einmal nach. Also links drüber, hopp, rüber, nachprellen.
Ja, nochmal. Falscher Arm. Rechter Fuß drüber. Nachziehen. Hochspringen. Nachprellen. Und einmal hopp, hopp. Den Sprung nachprellen. Alles klar? Gut. Einmal rumkommen. Rechte Hand. Hopp. Und zügig. Genau. Linke Hand. Rechte Hand. Und linke Hand. Im Idealfall schmeiß nochmal her. Halte ich den Ball nicht hier am Ohr vorbei, sondern immer da, wo ich den Ball auch gut sehen kann. Und jedes Mal, wenn ich den Ball fange, gehen meine Augen gemeinsam mit den Händen zum Ball. Alles klar? Gut, dann noch einmal in schnell. Also, einmal drüber, springen, nachprellen und nächster. Hopp, hopp, springen, nachprellen. Einmal rum, hopp, rechte Hand, hopp, linke Hand, hopp. Rechte Hand, hopp, linke Hand. Alles klar? Selber probieren? Ja. Jawohl. Okay, einmal. Tap, tap, tap. Genau, und nachprellen. Sehr gut. Eins, tap und zwei, tap. Nachprellen, einmal rum und komm, zügig. Rechte Hand, hopp, linke Hand, hopp, rechte Hand, hopp, linke Hand, hopp. Genau, und einmal rüber. So, einmal, hopp. Zweimal hochspringen und nachbrennen, wirklich maximal von dem einen Fuß weg. So, jetzt springen nach oben, so hoch du kannst. Jawohl, und weg geht's. Genau, link, rechte Hand, Kopf, links, rechts, links, gut. Und einmal noch. So, und wir gehen rüber, eins, hopp, Fuß setzen, hoch, genau. Und einmal, zweimal, dreimal, hopp, nachbrennen, jawohl. Gut, 1, hopp, 2, hopp, 3, hopp, 4, hopp. Okay, gut, perfekt. Wir wollen die erste Runde so mal im Wettkampf zu Hause spielen. Alles klar? Das heißt, ihr werdet jetzt gegen den Fabian spielen. Der Fabian marschiert hier durch, einmal hin, einmal zurück. Ja? Dann geht's los und wir schauen, wer den Durchgang zuerst schafft. Wir spielen Best of Three. Das heißt, wir spielen, wenn du zwei hast, ja, gewinnst du, wenn ihr zwei habt, gewinnt ihr. Alles klar? Und so schauen wir, wie wir durchkommen. Okay? Kleiner Tipp, wenn du hier rauskommst, noch nicht springen, wenn der linke Fuß im Stuhl ist, sondern erst, wenn der linke Fuß nach oben aus dem Stuhl rauskommt, springen und nachbrennen. Okay? Dann ist die Bewegung alles rum. So, okay. Auf die Plätze, ihr seid zu Hause bereit, du auch. Auf die Plätze, fertig, los, erster Durchgang. So, einmal, zweimal, raus, hoch, nachprellen, gut, und eins, tap, eins, hoch, weg geht's, und jetzt gib Gas. Hopp, eins, hopp, zwei, hopp, drei, hopp, vier, und Pause. Das war schon ziemlich schnell. Okay. Das finde ich war ziemlich schnell. Ich würde fast sagen, den Punkt kriegst du. Den Punkt kriegt der Fabian, hat er schnell gemacht. Sehr gut. Also zu Hause, wahrscheinlich war der ein oder andere auch schneller, aber ich kann. Du warst schon sehr schnell. Okay. Ich fand auch. So, also gut. Zweite Runde. Auf die Plätze. Fertig. Los geht's. Eins, zwei, hopp, drüber. Weg. Das war einer zu viel. Macht nichts. Eins, tap, tap. Und weg geht's. Genau. Und jetzt. Hopp, eins, hopp, zwei, hopp, drei, hopp, vier. Ah, nicht ganz so schnell wie vorhin. Da hast du ein bisschen Zeit verloren. Ich glaube, die Jungs zu Hause waren etwas schneller. 1:1. Entscheidungspunkt. Wieder fertig machen. Auf die Plätze. Fertig und los geht's. Hep, hep, hep. Tap. Gut. Jawohl. Einmal. Tap. Zweimal. Tap. Weg geht's. Jawohl. Und eins, hopp, und zwei, hopp, und drei, hopp, und vier, hopp. Gut. Okay. Ich sag, wir haben gewonnen, ihr sagt, ihr habt gewonnen. Ich glaube, der Ball, der Punkt geht nach Hause. Ja. An die Jungs und aber zwei zu Hause. 2:1 gewonnen, erster Durchgang. Sehr gut, wir machen nachher noch einen Wettkampf. Wir gehen jetzt aber erstmal in die neue Aufgabe. Das heißt, du kriegst wieder deinen Ball. Musst ihn jetzt nachher, wir gehen jetzt ein bisschen in die flachen Bälle und in die seitlichen Bälle nachher rein. Das heißt, wir steigen wieder drüber, diesmal aber nicht seitlich, sondern wir gehen vorwärts. Rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß. Am besten ist es, oder
am leichtesten ist es natürlich, wenn beide Füße ganz gerade drüber kommen. Das ist beim hinteren Fuß immer so ein bisschen schwierig. Der vordere geht schön drüber, ja, und der hintere zieht immer aus der Hüfte so nach. Wir wollen mal versuchen, dass beide Beine relativ eng bleiben und auch der linke Fuß genauso drüber kommt fast wie der rechte Fuß. Okay? So, das Ganze schaut so aus. Wir starten mit 3 Prellsprüngen, dann geht's los. Also Prellsprünge auf der Stelle, 1, 2, 3, dann wird losmarschiert. Dann gehen wir in den Sidestep rein und kriegen den ersten Ball flach zwischen die Füße gespielt. Spielen den Ball raus, okay? Kommen auf die Knie und kriegen den zweiten gleich seitlich rechts. Okay? Lasst euch dabei ein bisschen Zeit, wir machen es euch einmal vor, wie die Übung funktioniert. Okay? Also wir haben 3 Prellsprünge. 1, 2, 3. Dann einmal hopp, rüber geht's, tippen, erster Ball, aufnehmen mit Plumpsen, so, Kugel raus, auf den Knien bleiben, rechts nach vorne und das ist unser zweiter Ball. Alles klar, ziemlich einfach alles, ich zeige es euch nochmal. Prellsprünge 3-mal, bitte nicht die Fersen anziehen, bitte auch nicht die Knie hochnehmen, sondern die Beine bleiben gestreckt und der Sprung kommt eigentlich nur aus dem Sprunggelenken, ja, aus der Zehenspitze. Die Beine bleiben weitestgehend gestreckt. Das merkt man dann in der Wade. Ui, da ist ganz schön was los. Ja? Also, 1, 2, 3 und drüber geht's, hopp, einmal rumkommen, tippen, weg geht's, Nummer 2, auf die Knie und Ball Nummer 2. Alles klar? Willst du probieren? Ja. Jawohl. Gut, und hopp, 1, 2, 3, sehr gut. Und einmal drüber, Arme mitnehmen, 1, 2, gegen gleich, jawohl. Und erster, sehr gut, jawohl. Und zweit, auf den Knien bleiben und die rechte Seite, genau. Also gegen gleich wieder drüber, ja. Rechtes Bein, linke Hand, okay. Linkes Bein, rechte Hand, genau. Und 3 Prellsprünge, 1, 2, 3, sehr gut. Einmal, hopp, jawohl. Einmal, hopp, sehr gut. Und Sidestep rum. Jawohl, sehr geschmeidig, super. Und rechte Seite, Knie nach vorne, Hände nach vorne, sehr gut. Jawohl, prima, gut. Und geht noch einer? Ja, gut. Und kann los, 1, 2, 3, gut. Einmal, hopp, und zweimal, und einmal rum, hopp, zack, zack, jawohl. Und der zweite, genau. Gut. Wir basteln einen kleinen Wettkampf daraus, okay? Mhm. Das Ganze schaut so aus. Eingeleitet wird der Wettkampf immer durch einen Wurf, den ich dir zuwerfe. Du kannst schon in Position gehen, so wie du gerade warst. Ja. Genau, so wie du warst. Der Wurf kommt jetzt trotzdem von hier und du fängst den Ball nur, indem du mit dem Oberkörper zu mir aufrotierst. Nur der Oberkörper rotiert zu mir. Genau, also eigentlich so. Das ist dann der Start für euch auch zu Hause. Wenn der Ball gefangen wurde und bei mir wieder ist, kann es losgehen mit den Prellsprüngen. Drüber stachseln, ja, rumkommen, ersten Ball halten, raus, den zweiten Ball auch halten. Und jetzt kommt im Wettkampf darauf eben an, dass der Wechsel schön funktioniert. Mhm. Wir spielen den ersten Ball raus, kommen schnell auf die Knie und beim Zurückgehen auf die Knie gehe ich mit dem rechten Knie eigentlich schon wieder nach vorne. Je flüssiger das ist, desto schneller sind wir beim zweiten Ball. Und wer den zweiten Ball zuerst hält, der hat den Punkt. Alles klar? Gut. Gut, also, erster Ball, hier ist der Startball. Auf die Plätze, fertig, los. Hopp, hopp und los geht's. Hopp, 1, 2, 3. Jawohl, einmal. Gut, jawohl, Sie nannten ihn Storch. Und auf geht's. Hopp, sehr gut. Und rechtes Knie nach vorne, wunderbar. Genau. Gut. Also, flüssiger geht's kaum. Ein bisschen geht noch. Ja, sehr schön. Okay, gut. Wie war es bei euch zu Hause? Fabian, glaube ich, war ziemlich schnell. Aber ich denke, auch nicht zu schnell. Also ich denke mal, den Punkt können wir für beide vergeben, oder? Schönes Aber spielen wir so bis... Nee, den Punkt geben wir nach Hause. So, Fabian war zu langsam. Gut, schön, aber langsam. Jetzt probieren wir das Ganze ein bisschen schneller. Und hopp! Gut, und leg los. 1, 2, 3. Sehr gut. 1, 2, 1. Zwei. Und komm her. Hopp. Ja, starker Ball. Und der zweite. Ganz stark. Okay.
Und stopp. Ich denke, jetzt hast du alles gegeben. 1:1. Punkt für den Fabian. Kommt wieder zum Finale. 1:1. Auf die Plätze. Ihr zu Hause auch wieder fertig machen. Hopp. Und los geht's. 1, 2, 3. Und einmal, zweimal. Zwei. Auf was wartest du? Fabian macht unterwegs eine Kaffeepause. Und jetzt, jetzt habe ich eine Kaffeepause gemacht. Und ja, der geht eindeutig. Der geht nicht nach uns. Nicht an uns, nicht unser Punkt. Der Punkt geht an euch nach Hause. 2:1 für euch. Sehr, sehr gut. Und wir haben noch eine letzte Aufgabe. Und zwar starten wir jetzt auf der Seite. Den Ball bekomme ich nachher wieder von dir. Alles klar? Ja. Das Ganze schaut so aus. Und zwar, wir setzen mal einen Fuß hier rein. Ja? Der linke bleibt, wo er ist. Der rechte Fuß bleibt hier drin. Die Arme gehen nach vorne. Und wir gehen mal tief runter. Mhm. Jetzt steigen wir wieder drüber. Einmal rein, tief runter, einmal raus. Einmal rein, tief runter und Achtung, beim dritten Mal. Nachsetzen, rauskommen, einmal rum, okay? Und wir gehen in den Ball hier rein. Halbhoher Ball, hopp, hier fangen, runter, rausspielen, auf die Knie, bleiben so und flach. Alles klar? Okay. Gut. Gecheckt du? Ja. Gut. Diese Übung könnt ihr, das ist jetzt nur ein Exemplar, ja, natürlich ist es besser, wenn ihr nachher von beiden Seiten auch übt. Mhm. Ja. Wir nehmen jetzt mal exemplarisch nur für die Seite raus, okay? Bitte aber nicht die andere Seite auch vergessen. Ja. Also wir wollen natürlich nachher auch mit dem Fuß drüber steigen, der rechte bleibt, wir gehen nach unten und wieder raus. Mhm. Ja. Also beide Seiten sind hier angesagt. Wir können auch mal beide Seiten probieren. Mhm. Machen wir mal so, wie es Exemplar war. Also, erste Seite und los geht's. Hopp. Einmal rein. Genau, schön tief runter. Ja. Soweit es geht. Jawohl. Und zwei. Jawohl. So ist besser. Genau. Und die drei. Hopp. Und Popo hinten rausstrecken. Jawohl. Und jetzt nachsteigen in den Stuhl. Einmal raus. Und jetzt geht's rum. Position. Langsam nach unten. Sehr gut. Rausspielen. Knie und zweiter Ball. Alles klar? Ja. Genau, gut. Und wieder auf die Seite. Auf die andere Seite oder? Nochmal. Ja, wir können eigentlich im Prinzip auch die zweite Seite machen. Das ist eigentlich. Ja, mach die zweite Seite. Ja, gut. Und kann losgehen. So, einmal rein. Gut. Und wieder zurück. Sehr gut. Und einmal rein. Gut. Und die zweite. Gut, und der dritte. Und nachsetzen. Einmal raus. Hopp, hopp und rum geht's. Gut. Langsam zum Boden. Gut so. Und auf geht's. Jawohl. Gut. Alles klar. Dann der nächste, letzte. Und auf geht's. Hopp. Eins. Und genau. Eins. Und zwei. Gut. Einmal, zweimal und los geht's. Sehr gut. Und die zwei. Hopp. Jawohl. Gut. Alles klar. Wollen wir es im Wettkampf probieren? Gerne. Ja? Dann spielen wir wieder Best of 3. Ja. Okay. Sollen wir es wieder im Wechsel machen oder nur eine Seite uns aussuchen? Ich würde sagen, wir machen es im Wechsel. Alles klar. Ja, jetzt waren wir schon im Wechsel und dann können wir loslegen. Genau. Und los geht's. Hopp. Eins. Und Nummer zwei. Jawohl. Gut so. Und die drei. Hepp. Jawohl. Hopp. Hopp. Und rum geht's. Erster Ball. Sehr gut. Und zweiter Ball. Jawohl. Klasse. Das war schnell. Sehr gut. Punkt für dich. Punkt für den Fabian. Super gemacht. Zweite Runde. Auf die Plätze. Fertig. Los. Und komm. Genau. Und ein zurück. Jawohl. Und hopp. Und komm. Jawohl. Und jetzt. Jawohl. Schön sauber gemacht. Hopp. Hopp.
Hopp, hui, jetzt habe ich geschlafen. Einmal, gut, und zweimal. Jawohl, okay. Der Punkt geht nach Hause. Da warst du aber nicht alleine schuld, da war ich auch mit schuld. Dann bin ich beruhigt. Ich habe leicht geschlafen. Punkt geht nach Hause. Ich glaube, die Kinder und die Jungs zu Hause, die sind ein bisschen schneller bei dem Stuhl. Aber es liegt auch an unseren Hüften mittlerweile. Ich glaube, unsere Hüften sind mittlerweile etwas... Die Jüngsten. Ja, so ein bisschen rostig. So, okay, letzter. 1:1. Entscheidungspunkt, gib alles. So, auf die Plätze. Fertig, los geht's. 1, runter, nach oben. Hopp. 2, runter, nach oben. 3, runter und hepp, hepp. Und auf geht's. Erster Ball, super. Und zweiter Ball und jawohl. Das war super. Das war super. Ich würde sagen, den Wettkampf gewinnst du. Dann hat jeder einen Teil gewonnen, oder? Stark gemacht, super. Liebe Jungs, liebe Mädels, das war's schon wieder für heute. Bitte probiert diese Übung schön nacheinander aus. Ja, probiert alle Dinge aus, die wir jetzt auch geübt haben, immer von beiden Seiten. Nehmt euch viel Zeit dafür, ja? Wenn ihr mal so eine halbe Stunde mit dem Ding trainiert habt, vielleicht fällt euch dann auch sogar noch eine andere Übung ein. Nur bitte springt nicht über die Stuhlbeine drüber, das ist nämlich gefährlich, nicht nur für euch, sondern auch für das Mobiliar. In diesem Sinne, fleißig üben, viel Spaß dabei und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Vielen Dank, Fabian, vielen Dank euch zu Hause und bis bald. Ciao, ciao.